Rapid zu Gast in Dreiskirchen. Bundesliga gegen Regionalliga. An die 1300 Fußballinteressierten ließen sich dieses Spiel nicht entgehen und machten das Ereignis zum Volksfest. Tolle Stimmung herrschte im Sportzentrum Dreiskirchen. Kein Wunder, war doch der Publikumsmagnet Rapid Wien zu Gast. Bürgermeister Andreas Babler ließ es sich nicht nehmen, die prominenten Gäste persönlich zu begrüßen. Wir sind sehr stolz zur Seite. Der öffentliche Jubiläumsspiel spielt 20 Jahre. Unser Fußballclub ist in Dreiskirchen und 90 Jahre Stadt, die wir feiern. Herzlich willkommen dem SC Rapid hier in Dreiskirchen Sportstadion. Gemeinsam mit einem überglücklichen Rapid-Fan nahm der Bürgermeister auch den Ehrenankick vor. Aber auch Andreas Babler ist ein bekennender Grün-Weißer. Der Club meiner Kindheit natürlich, Rapid bewegt, hat natürlich die größte Anhängerschaft berechtigt. Das ist ein stolzer Club mit Leidenschaft, mit Herz. Dinge, die ich mir immer vorgenommen habe, in meinem Leben als Eigenschaften zu entwickeln. Und es sind sehr viele nette Erinnerungen an Rapid und wir haben eine gute Gelegenheit gehabt, 90 Jahre FCM, Dreiskirchen, ein Traditionsklub, bei dem ich selber spielen habe dürfen in der Jugend, den wir jetzt in die Regionalliga geführt haben mit dem Erich Grubert, den wir heute auszeichnen haben dürfen. Und zusätzlich haben wir natürlich einen großen Sohn unserer Stadt, den Louis Schaub, mit der Nummer 10 bei Rapid. Und da geht uns das Herz auf und den haben wir heute einmal vor den Vorhang gehoben und auch zeigt diese Eigenschaft, dass wir auch stolze Dreiskirchnerinnen und Dreiskirchner sind. Und die wird dann auch verkörpert vom Louis auch in einen stolzen Club mit dieser Leidenschaft, mit dem Herz. Und er ist ein großes Symbol auch für unsere Jugend. Wir haben so viele Jugendmannschaften, nicht nur beim FC in Dreiskirchen, auch in Drüberswinkel, beim zweiten Club. Die wollen alle so werden wie er. Deswegen machen sie Sport und deswegen unterstützen wir das. Das ist eine sinnvolle Freizeitgestaltung und das hat sich gezeigt, dass es angemessen ist für eine Stadt wie Dreiskirchen, die so viel in den Sport da investiert, dass wir keinen geringeren als den Rekordmeister in die Stadt holen. Eine schöne Zuschauerkulisse. Ja, ich habe es jetzt noch nicht so gesehen. Ich schätze an die 1000 Zuschauer werden es sein. Wir haben natürlich sehr viele Freikarten beim Verein. Einfach als Dankeschön denen Sponsoren gegenüber und unserer Jugend gegenüber und sehr viele Freikarten aus. Zum 90-Jährigen war, wie gesagt, die Stadt hat das Spiel übernommen und dadurch haben wir halt sehr freizügig sein können. Das Spiel verlief erwartungsgemäß mit klaren Vorteilen für die Hütteldorfer. Bereits nach 15 Minuten fiel das 0:1, wenn auch etwas unglücklich durch ein Eigentor von Töppel. Auf der Tribüne trafen wir auf den Neuzugang Rapids Bully Bolingoli. Warum hat sich der 21-Jährige vom FC Brügge für den Rekordmeister entschieden? Rapid ist ein Team mit ehrgeizigen Zielen. Bei einem Gespräch mit dem Trainer hatte ich sofort ein gutes Gefühl. Außerdem ist Rapid eine Mannschaft mit viel Geschichte und wird hoffentlich ganz vorne mitmischen. Für mich ist das der nächste Schritt in meiner Karriere. Vor der Pause erhöhten die Gäste auf 3:0. Schurlington setzt sich im Luftduell durch und köpft ein. Ein sichtlich erschöpfter Stefan Schwab zeigt sich zufrieden mit dem Verlauf der ersten Spielhälfte. Ja, also das erste Wochenende Vorbereitung. Wir haben sehr viel trainiert, jeden Tag zweimal. Wir sind natürlich müde, aber zur Halbzeit 3:0 gegen Regionalligisten führen, ist absolut in Ordnung. Und ja, die letzte Viertelstunde ist uns schon ein bisschen die Kraft ausgegangen, aber das ist ganz normal, wenn wir sehr viel trainieren und sehr viel in der Kraft gekommen sind. Von dem her ist es ein guter Test, den wir brauchen für die Ausdauer, für die Kondition und 3 Tore und mehr Züge, also es ist in Ordnung. Ähnlich sieht das Rapid-Ikone Kapitän Steffen Hofmann. Zur Pause 3:0 im ersten Test gegen den Regionalligisten. Das denke ich in Ordnung. Wir haben die Woche extrem hart trainiert. Sind sicher noch nicht so frisch, wie wir es dann vielleicht bald sind. Aber von daher war das ein guter Test und jetzt können wir zufrieden sein. Am Ende hieß es 6:0 für Rapid. Und einmal mehr erwies sich das Sportzentrum in Dreiskirchen als optimaler Austragungsort. Es ist ein super Stadion, ja. Da, wir haben ja recht viel in die Infrastruktur investiert und vor allem, wir haben vor einigen Jahren hier einen Kunstrasenplatz auch noch dazu investiert, der unsere Trainingsbedingungen verbessert, aber der natürlich für viele Clubs hier im südlichen Niederösterreich und nach Wien
heute eine Trainingsmöglichkeit bietet. Unterskirchen ist sozusagen auch bekannt geworden als Trainingsstätte. Wir haben in den Nachwuchsmannschaften Nationalmatches da gehabt mit mehreren tausend Leuten. Wir haben ja mehrere berühmte Fußballer auch in der Vergangenheit gehabt, nicht den Louis, der jetzt spielt, aber den Gerhard Rodax, den Manfred Schack. Und der Manfred war es auch, der hier die U-Spiele gebracht hat im Nationalteam. Und es waren immer gute Geschichten. Und wie gesagt, der Andreas Kirchner Besuch im Stadion zahlt sich immer aus.